Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim. Ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir jetzt Was ist das denn bitte für ein Schrunz hier? Dass wir nach Winterfeste gehen. Ah. Nein, da möchten wir nicht so. Plumps, fallen wir hier runter. Die alte, die kommt jetzt, also die bleibt da oben stehen, da ist auch egal. So, jetzt machen wir uns auf den Weg nach Winterfeste, meine Freunde. Aber vorher gucke ich, ob ich was skillen kann. Ja, ich kann was skillen. Und hier, warum leckt das so? Mensch, das gibt's auch überhaupt nicht. Es darf gar nicht sein. Es darf überhaupt gar nicht sein. Ich glaube, ich skille Gesundheit. Talente zu verbessern, 1. Ich bin Stufe 4, ach so. Was kann ich denn bitte skillen? Verstärkter Blitz? Nein. Verstärkt? Nein. Erfordert 30. Was bin ich denn? Oh ja, toll, ich bin Zerstörung 29 und ich brauche 30. Ich würde sagen, wir warten erstmal noch ein bisschen, bis wir hier, warte mal. Wirke Zerstörungszauber der Lehrlingsstufe für die Hälfte der Magier. Magiker, meine Freunde, das skill ich doch wohl erstmal. Alter Schwede, das ist ja wohl der absolute Wahnsinn. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg nach Dingens. Halt's Maul. Du brauchst nicht arbeiten. So, jetzt leckt es wieder. Natürlich, ist aber egal. Ich möchte nicht. Weil ich weiß, dass die mir eine Mission andrehen wollen. Ich möchte aber so wenig Missionen machen wie möglich, weil ich einfach sonst nicht durchkomme mit Salem. Und das wäre ja scheiße. So, die Alte kommt mir hinterher, gut. So, dann lasst uns... Da hinten ist Winterfest, okay. Dann würde ich sagen, laufen wir jetzt mal nach Winterfeste. Plumps. Zack, so. Mal gucken, ob wir vielleicht nicht einen Riesen oder so töten können. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier irgendwo lang laufen, damit wir nach Winterfeste kommen. Kommt die Alte mir denn hinterher? Nee, die Alte kommt mir überhaupt gar nicht hinterher. Warte mal, wo ist sie denn jetzt schon wieder hin, Mensch? Das gibt's doch nicht. Das kann absolut gar... Also wahrscheinlich, weil ich da runtergesprungen bin. Oh, komm schon, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, Mensch. Oh. Nee. Naja, ich suche jetzt eine Kutsche und versuche mit der Kutsche nach Winterfeste zu reisen. Da ist auch schon die Kutsche. Boah, Junge, was leckt es denn, Mensch? Stelle von Weißlauf. Hier liegt ein Skewer. Ne, den brauche ich nicht. Gammel. Ich würde gerne mit reden. Hallo. Mama, bist du bekloppt? Ja, ich möchte eine Kutsche mieten. Ja. Nach Winterfeste. Nein! Junge, ich will nicht. Hör mal, bist du bescheuert? Nach Winterfeste möchte ich. Ja, bitte. Ja, du wartest gefälligst. Ja, jetzt kommen wir jetzt auch. Sag mal, die Alte. Khajiit, Menschenskinder. Wehe, der hat mir jetzt 70 entfernt, ne? So, das ging ja recht schnell mit Winterfeste. Und dann können wir auch gleich schon wieder was anderes machen, ne? So, wir sind jetzt mit unserer Tarn in Winterfeste und laufen zur Akademie. Das ist ein Hühnchen. Das ist die Akademie, Freunde. Und da werde ich jetzt hingehen. Dieser Akademie werde ich jetzt beitreten und das wird der größte Moment in meinem Leben. Warum nicht? Ja, ich nicht. Obwohl doch, ja, natürlich. Ja, das ist mir klar. Ich möchte da ja hin. Das ist ja absolut geil. Kann ich der Akademie beitreten? Ja, was Geiles. Des Eises und des Feuers möchte ich wählen und anderem. Ich möchte den Willen der anderen um mich herum beugen. Ja, zerstören natürlich. Ha!
Ja, das ist geil. Ja, Kumpel. Ich weiß, wie das Ding funktioniert. Wir beide wissen doch, dass ich stelle mich eurer Prüfung. Ja gut, ist gar kein Problem. Achso, diesen Zauber kenne ich nicht. Ja, Tonner, gib doch her, Mensch. Gib mir das Zeug. Ja, gut. Ja, dann hör damit. So, Madame, jetzt pass mal auf. Wirke einen Feuerblitz. Natürlich wirke ich jetzt einen Feuerblitz. Das ist überhaupt gar kein Problem. Weil, Kumpel, ich krieg jetzt einen auf den Arsch, ne? Siehste? Ich kann das. Natürlich werden wir die Akademie. Ja, ich bin der Lehrling. Das ist äußerst nett. Mach ich. Ja, natürlich. Wirke einen Feuerblitz. So, jetzt möchte ich aber gerade mal wieder meinen anderen, weil Funken finde ich einfach geiler. Wo ich nehme den Bogen, der ist sowieso cooler. Machen weg. So, melde dich bei Mirabelle Dingens, oder wie heißt sie? So, jetzt pass auf, Freunde. Oh, das Ding fängt jetzt an zu leuchten, das ist ja äußerst geil. Und warum leckt es? Ich verstehe es einfach nicht, warum es leckt. Aber es ist jetzt auch vollkommen wurscht. Ich muss jetzt einfach nur zu der Alten dahin latschen. Und dann ist alles gut. Das heißt, ach geil, jetzt kann ich da auch sogar hinreisen. So, ach Mensch, jetzt kann ich, habe ich schon wieder nichts. Wer ist das denn? Sag mal, bist du bekloppt? Ich rede jetzt mit der Alten hier. Der ist was unhöflich, ne? Ich wurde beauftragt, euch aufzusuchen. Ja, natürlich. Ja, du musst dich nicht wiederholen. Ja. Ich möchte die aber tragen. Weil die ist richtig geil, die ich jetzt bekomme. Gib mir die Scheiße jetzt. Ja, tue ich mich bereit. So, jetzt. Ich bleibe zurück, wann immer es mir passt. Naja, ist ja auch egal. Kaiserliche Armschienen, kaiserliche Schieflein. Novizenprobe der Zerstörung, meine Freunde. Und diese Zerstörung. Entschuldigung. Kaiserliche Stiefel, kaiserliche Armschienenstiefel. Nein. So. Jetzt mach doch, Mensch. Ich bin bereit. Oh Gott. Erste Lektion, mache einen Rundgang. Es gibt's wohl nicht. Du sollst schneller machen, Mensch. Was bist du für ein Ampelmann? Komm, kannst mir gleich gestohlen bleiben. Du kannst mir gestohlen bleiben. Du brauchst nicht labern, Mann. Ja, du brauchst überhaupt keinen beobachten. Ja, dann mach. Das gibt's ja wohl überhaupt nicht. Wo ist meine Tarne? Danke. Ach nee, das ist ein Urakrill oder wie das Ding heißt. Ach, das ist Wasser. Geil, die Alte zückt auch gleich ihre Waffe. Das mag ich. Das mag ich jetzt schon. Warum ist die denn so langsam? Und Freunde, wie geht's euch heute? Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch geht, weil mir geht's scheiße. Ich hab Mandeln, wie ich schon erwähnt habe. Und ja. Was soll ich jetzt auch machen, ne? Ich hoffe, dass die Spielsounds jetzt laut genug sind. Ja, du bist behindert, Mann. Du sollst jetzt. Warum? Ja, natürlich, Mensch. Ich bin noch ruhig. Aber jetzt gehst du bitte rein, ne?
Brauchst jetzt auch nicht hier wie in so eine Diva rumhantieren. Danke. So. Ah, Stufe 4, wir müssen Stufe 5 kommen, Freunde. Zumindest in Zerstörung. Da müssen wir Stufe 30 kommen, weil dann kann ich wieder was skillen. Danke. Warum? Das ist mein Reich. Natürlich. Das ist alles meins. Oh, es ist geil. Das ist alles meins. Oh, ein gewöhnlicher Seelenschein, Totenschädel. Oh, Junge, was willst du mehr? Was willst du mehr? Durchsuchen den Kleiderschrank, durchsuchen. Oh nein. Feine Stiefel, feine Kleidung. Wer braucht denn so einen Scheiß? Ich möchte das Gold haben, was hier drin ist. Ein Bügeleisen? Wie sah denn ein Bügeleisen aus? Feiner Hut, was, das brauche ich doch überhaupt gar nicht. Kleiderschrank, da ist nichts drin. Ich möchte jetzt das erstmal lesen. So, was haben wir denn noch? Durchsuchen und Fass. Ach, da sind Kartoffeln drin. Karotten. Da ist nichts drin. Hinten den Stuhl, da möchten wir uns nicht hinsetzen. Aber das Zeug, was hier ist, ist schon mal extrem geil. Kann ich irgendwas klauen? Nee, ne? Ich kann hier nichts klauen. Obwohl, wenn ich das stehle, dann ist schon wieder im Arsch. Der hat auf jeden Fall richtige behinderte Kacksachen hier drin. Da hab ich Geileres. Auf jeden Fall war es das jetzt erstmal. Oh. Oder sollen wir erst... Ja, komm, wir machen jetzt erstmal die Hauptquest. Das ist geil. Hey, was muss ich jetzt machen? Achso, ich muss noch immer diese Mission machen. Ich mache nämlich gleich jetzt die Hauptquest. Wie viele Minuten sind jetzt vergangen? Oh, schon viel zu viele. Naja, dann wird das eben eine längere Folge. Ich schieße jetzt hier ein bisschen mit Pfeilen rum. Was? Ich habe keine Pfeile ausgerüstet. Oh, ich keine Pfeile. Ey, Junge, wenn ich keine Pfeile hab. Ja, ich habe keine Pfeile. Das ist sowas von typisch wieder. Das ist wieder einfach nur typisch. Übrigens, ich bin der Imperator. Ha! Oh, ist das geil, ne? Sowas kannst du nicht. Ja doch, wahrscheinlich kannst du es schon. So, würdest du bitte weitermachen? Ja, natürlich, meine Dame. Natürlich, meine Dame. So, Freunde, damit wir die Scheißmission jetzt hier endlich gemacht haben, werde ich mich jetzt in diesen leuchtenden Eiskreis stellen. Weil ich cool bin. Obwohl, nee, das verwirrt mich zu doll. Da kriege ich noch Kopfschmerzen. Und jetzt werden wir erstmal diese Figur hier anbeten. Oh, ich bin entdeckt. Schade. Auf jeden Fall... Alter, wenn ich jetzt versteckt bin, ne? Das wäre... Ah, ist ja geil. Auf jeden Fall, Freunde, war es das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und teilt den Scheiß, damit es mehr Leute mitkriegen. Und jetzt... Mache ich mir erstmal irgendwas Warmes, damit ich meinen Hals wieder schone. Das geht ja so nicht mehr weiter. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.